Dann legen wir los mit der Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf. Wir begrüßen unsere Gäste mit ihrem Trainer Uwe Rösler und unseren Chefcoach Kenan Kocak. Herr Rösler, Ihre erste Analyse bitte. Ja, Gratulation zu Hannover 96. Ich glaube, da waren zwei Spiele heute in einem. Das erste war, wo wir 11 gegen 11 spielen durften. Hat die Mannschaft sehr, sehr gut gemacht. Wir sind hierher gefahren gegen eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, gegen eine Mannschaft, die hohe Ambitionen hat, die zwei Heimspiele gewonnen hat, die auch aus der letzten Saison sehr, sehr stark in ihren Heimspielen, speziell am Ende der Saison waren. Wir haben das richtig gut gemacht, wir haben überhaupt nicht zugelassen. Wir sind zur Dreierkette gegangen, zwei ganz jungen Leuten hinten drin. War richtig gut, haben richtig viel investiert, was verbesserungswürdig ist, aber das ist nichts Neues, weil das hatten wir schon seit einigen Wochen, ist, dass wir bringen die Mannschaft eigentlich relativ gut und die Mannschaft bringt sich relativ gut in das letzte Drittel. Und dann haben wir halt zu wenig Qualität gezeigt. Qualität, Flanken, Qualität, Standardsituation. Wir haben uns heute sehr viel ausgerechnet bei Standardsituation, haben sehr viel geübt, Standardsituation. Standardsituationen waren sehr enttäuschend für uns. Und dadurch kommt natürlich dann noch so eine Bilanz, kein Torschuss oder nur ein Torschuss. Und das spiegelt eigentlich nicht wieder, wie wir speziell vor der gelb-roten Karte gespielt haben. Ich glaube, das war ein komplett Spiel auf Augenhöhe. Und wenn wir unsere Konter ein bisschen besser setzen, ein bisschen mehr auch Mut haben, können wir da auch vielleicht sogar da ein Tor machen. Die gelb-rote Karte ändert das Spiel brutal. Ich bin nicht einverstanden mit der ersten gelben Karte. Zimbo hat lange nicht gespielt, hat ein bisschen die Feinmotorik, Timing vielleicht gefehlt. Wir mussten zur Halbzeit wechseln aufgrund von Flo Hartherz, Achillessehnenproblem. Er wollte raus, er musste raus. Dann haben wir Zimbo ins Kalte geworfen und da hat halt das Timing noch nicht so gestimmt. Die erste gelbe Karte, zwei Spieler gehen frontal aufeinander. Klar ist der Kontakt, beide Spieler können nicht ausweichen, überhaupt keine Böswilligkeit, überhaupt gar nichts. Der Spieler ist sofort aufgestanden, da sofort überhastet, da eine gelbe Karte zu ziehen, weil da irgendjemand in Köln unten im Bunker sitzt und das dann sagt, da war Kontakt, da war Kontakt, hat natürlich dann auch Zimbo sofort unter Druck gebracht. Zweite gelbe Karte kann man geben. Ja. Und nach der gelb-roten Karte ist das Spiel natürlich komplett in eine Richtung gedreht. Wir mussten Spieler wieder in anderen Positionen spielen lassen. Die Ordnung hat dann gefehlt. Und dann werden mehr Fragen gestellt an unsere Abwehrspieler. Und die haben wir heute nicht immer gut beantwortet. Wenn man sieht, die Gesamtstatistik an Chancen. Ich glaube, die Hannoveraner waren sehr, sehr, sehr effektiv dann. Der Sieg geht absolut in Ordnung. Aber für uns halt sehr, sehr enttäuschend, dass wir jetzt im vierten, wir haben jetzt vier Elfmeter in fünf Spielen und jetzt im Auswärtsspiel wieder eine gelb-rote Karte. Das zeigt, dass wir als Mannschaft noch nicht die Stabilität haben, die man braucht, um hier in Hannover, sage ich mal, auch dann unter Druck oder vielleicht sogar mit einem Mann weniger zu bestehen. Danke. Vielen Dank, Herr Rösler. Kenan, dein erstes Resümee. Ja, ich bin sehr zufrieden natürlich mit dem Ergebnis, aber auch mit dem Spiel. Wir sind sehr gut in die Partie reingekommen, haben auch in der ersten halben Stunde mit Haraguchi, mit Duxi Lattentreffer, mit Duxi Chance, wo vorbeigeht, drei Riesenchancen, haben noch zwei, drei Optionen gehabt, wo der letzte Ball auch noch gespielt werden konnte, haben dann die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit ein bisschen in Passivität geraten. Da hat uns dann der letzte Druck nochmal im letzten Viertel gefehlt, aber ansonsten waren wir klar spielbestimmend hier und hatten komplette Kontrolle gehabt gegen eine massiv gute Fünferkette. Und zweite Halbzeit haben wir da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Und dann natürlich die gelb-rote Karte, wo natürlich für uns ein klarer Vorteil ist. Aber wir haben auch im Fußball gesehen, muss auch nicht unbedingt zum Vorteil werden, wenn man ein Mann mehr ist. Deswegen auch an die Mannschaft nochmal ein Riesenkompliment. Sie hat dann weiter ihren Plan durchgezogen. Sehr gutes passendes Positionsspiel auch durchgezogen und auch folgerichtig verdient gewonnen. Und deswegen bin ich natürlich sehr froh über die Performance und über die Art und Weise und auch natürlich über die drei Punkte. Danke.
Vielen Dank, Kenan. So, an beide Fragen, an beide Trainer jetzt wieder zahlreiche Fragen von den Journalisten. Die PK wird oben auf der Tribüne übertragen. Ich habe die Fragen hier per WhatsApp. Und die erste Frage geht an Herrn Rösler von Patrick Scherer von der Rheinischen Post. Uwe, du hast gesagt, ein Erfolgserlebnis wäre wichtig für den Kopf der Spieler. Was befürchtest du in dieser Hinsicht nach dem Spiel heute? Ja, hast du vollkommen recht. Es war wichtig, dass wir heute hierher gefahren sind und mit dem Ziel auch was zu holen. Ja, das ist für mich eigentlich ganz normal, dass wir hierher fahren und uns nicht verstecken wollen. Die Fünferkette oder die Dreierkette, wie immer es auch sagen will, hat uns gewisse Stabilität verliehen. Ja, ich gebe meinen Kollegen recht, dass die Mannschaft von Hannover den Ball viel hatte, aber ich sehe keine drei Großchancen. Also von daher, der Matchplan ist komplett aufgegangen. Erste Halbzeit. Was für mich ein bisschen enttäuschend ist, dass wir unsere Konter nicht besser setzen, dass wir in das letzte Drittel dann halt nicht diese Galligkeit haben, diese Qualität haben, auch bei den Standards nicht besser sind. Und was das mit den Spielern tut, also die Mannschaft, und darum macht das auch so viel Spaß, mit dieser Mannschaft zusammenarbeiten, wie wir das letztes Jahr in der Bundesliga gehabt haben, die kommt immer wieder. Haben wir letzte Woche gesehen, kommt immer wieder. Und die Mannschaft wird diesmal ein, zwei Tage brauchen, bin ich mir sicher. Ja, aber wir werden zum nächsten Punktspiel werden wir wieder bereit sein und werden wir wieder alles das Beste geben, um da zu gewinnen, was unser Ziel sein muss. Frage an Kenan von Lars Beike von der Bild. 3:0 Düsseldorf, keine einzige Torchance. Ist das die Souveränität, die du dir vorstellst? War das ein perfektes Heimspiel? Ja, perfekt nicht, aber ein sehr, sehr, sehr gutes Heimspiel. Und deswegen sind wir natürlich sehr zufrieden, wie gesagt, mit der Art und Weise und auch natürlich mit dem Ergebnis, wie ich vorhin auch erwähnt habe. Mhm. Anschließend gleich die nächste Frage von Lars Beike. Jetzt 7 Heimsiege in Serie. Was ist das Geheimnis der enormen Heimstärke? Ja, es ist schwer, weil die Art und Weise oder unsere DNA, die wir hier einpflanzen wollen, ist unabhängig davon, ob wir zu Hause oder auswärts spielen. Und entscheidend ist immer, dass wir natürlich hier auch in Führung gehen und auswärts vielleicht die ein oder andere Chance zu viel auslassen. Und daran werden wir arbeiten. Ich möchte nicht jetzt daraus einen Vergleich machen mit der Heimsiege und mit Auswärtsspiele, sondern wir müssen einfach weiter daran arbeiten und versuchen, nächste Woche in Fürth nachzulegen. Die Frage nach Flo Buslia ist keine Überraschung. Sie wird von allen Journalisten gestellt. Ich übernehme mal die Variante von Andreas Willicke von der Neuen Presse. Kenan, was hat Buslia im Training gezeigt, dass du ihn aus der Kiste geholt hast? Ja, er hatte schon gute Trainingswochen hinter sich. Und er hat ein gutes Bauchgefühl dabei. Und wir haben im Trainerteam auch darüber diskutiert und dann haben wir letztendlich uns für den Flo entschieden. Und wir wussten, irgendwann muss er so weit zu kommen sein, wo der Junge sich für seine harte Arbeit, die er täglich investiert, auch belohnt. Deswegen freut mich auch ungemein für ihn, nicht nur wegen dem Treffer, sondern auch vor allem wegen der Art und Weise, wie er im Spiel drin war. Frage an Uwe Rösler von Patrick Scherer noch eine. Ihr habt keinen Torschuss in 90 Minuten abgegeben. Wie erklärst du dir das und was bedeutet das für eure Arbeit in der kommenden Woche? Ja, das habe ich ja schon beantwortet. Also, wo es 11 gegen 11 war, fand ich, dass wir unsere Konter besser ausspielen mussten, dass wir unsere Seitenverlagerung und dann noch die tiefen Läufe, dass wir da in gute Situationen gekommen sind, auch aus dem Halbfeld oder auch mit Toni Pledel im Strafraum. Und das ist alles verpufft. Ja. Das ist jetzt nicht das erste Mal passiert. Wir hatten die Probleme schon in anderen Spielen gehabt. Was mich persönlich ein bisschen enttäuscht oder groß enttäuscht ist die Standards. Wir haben uns heute wirklich viel vorgenommen. Die Qualität der Bälle bei den Standardsituationen. Wir hatten einige gehabt. Hat nie den ersten Mann. Der Ball kam nie über den ersten Mann. Da war nie irgendwo, haben wir die Hannoveraner da unter richtigen Druck gesetzt, wo sie auch anfällig sind, statistisch gesehen. Und das war für mich die große Enttäuschung. Wir haben viel investiert in Standards letzte Woche. Und dass wir da nicht mehr gemacht haben, ja, natürlich, die Statistik ist da, wie sie ist. Wir haben aber fast eine Halbzeit auch dann noch mit einem Mann weniger gespielt. Aber generell hätte ich mir schon in der ersten Halbzeit den einen oder anderen Abschluss noch mehr gewünscht. Aber wir sind erstmal hierher gefahren, um die Stabilität zu gewinnen, um der Mannschaft so ein gutes Gefühl zu geben, weil sie auch Dreierkette letztes Jahr sehr erfolgreich, wo sehr gut auch gespielt hat. Und die rote Karte hat uns im Prinzip gekillt. Ja, aber der Ansatz ist nächste Woche ganz normal. Wir werden uns wieder offensiv und defensiv
beide Parten werden uns konzentrieren und wir an Matchplan arbeiten. Dankeschön. Frage an Kenan nach der Leistung von Fallett und Biol von Andreas Willicke. Und man kann hinten ranhängen, was hat dich zu der Überzeugung geführt, Haraguchi zentrale aufzustellen? Ja, Leistung von Fallett und Biol, sehr gut. Bin sehr einverstanden. Die Jungs haben es sehr gut gemacht und wir wussten von vornherein, wir haben erst diese Woche gehabt, wo die alle Jungs zum ersten Mal gemeinsam waren, weil wir natürlich die Jungs immer peu à peu verpflichten konnten. Und deswegen sehen wir das auch an Abläufen und jeder Tag hilft uns, auch im Fallett und auch im Biol, auch in unseren Abläufen. Und deswegen bin ich natürlich sehr zufrieden, auch mit der Performance von den Jungs. Und Kenji Haraguchi sollte eigentlich letzte Woche auch in den Halbspuren sich bewegen, habe ich bei der PK auch schon erklärt. Und nur diesmal haben wir eine andere Grundformation ausgesucht und somit ist er halt ein paar Meter mehr ins Zentrum gerutscht. Aber wie gesagt, diese Formation ist die eine Sache. Viel wichtiger war, dass wir an unseren Prinzipien gearbeitet haben und unseren Prinzipien auch treu geblieben sind. Und deswegen bin ich auch mit der Leistung von Genk übrigens einverstanden. Noch eine Frage an dich, und zwar von Lars Beike von der Bild. Du hast sehr spät noch dreimal ausgewechselt. Wolltest du damit auch Spieler wie Tumessi, Soleimani und Franz belohnen? Ja, die Jungs trainieren auch gut und vor allem auch Valmir Soleimani, habe ich schon mal gesagt, der Junge brennt, der kratzt genauso wie Flo Muslia auch und natürlich will man dann natürlich auch die Spieler für ihr Engagement, für ihren Einsatz belohnen, aber ich hätte auch so gut alle einwechseln können oder teilweise auch die nicht dabei waren. Die Jungs ziehen alle, ziehen sehr gut mit, aber ich kann leider nur fünfmal einwechseln. Frage an Uwe Rösler. Und zwar von Jörg Zschoche von der Bild. Ich lese so vor, wie er sie aufgeschrieben hat. 20 Ligaspiele, nur 3 Siege, Platz 16. Was glauben Sie, wie lange Sie noch Zeit vom Club bekommen? Und hinten dran gehängt, ich glaube, das haben Sie schon beantwortet. Und warum beim Stand von 0-0 Zimmermann hinten links und beim Stand von 0-1 Sobotka eingewechselt? Ja, also erstmal kann man die letzte Saison überhaupt nicht mit dieser Saison vergleichen. Ich bin hierher gekommen, wir waren Tabellenletzter. Wenigsten Tore geschossen, meisten Tore bekommen. Dead and buried, basically. Wir haben die Mannschaft in allen Belangen verbessert. Also selbst wenn es dann nicht gereicht hat, was dann auch sehr enttäuschend war, woran ich auch die Verantwortung auch für meine 18 Spiele übernehme, kann man überhaupt nicht vergleichen, diese Situation in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga, mit dieser Situation jetzt, wo wir 19 Spieler verloren haben, 9 Spieler bekommen haben, 28 Transferaktivitäten getätigt haben. Die Fußball verstehen, die sehen noch unsere Herausforderung. Das ist keine, der Ist-Zustand muss verbessert werden, bin ich mir auch ganz, ganz klar. Wir müssen Punkte sammeln, wir haben zu wenig Punkte, selbst mit diesen Herausforderungen, die wir haben. Und ich fühle Vertrauen. Kommunikation ist sehr gut zwischen mir und den Verantwortlichen. Die Verantwortlichen fühlen auch ihre Verantwortlichkeit für diese Situation, wo wir jetzt auch sind, mit den Herausforderungen. Und wir sitzen alle gemeinsam in einem Boot. Und so kommst du raus da, aus dieser Situation. Die letzten drei Fragen gehen an Kenan von Michael Richter Kicker. Die ersten beiden. Was gibt es nach dieser souveränen Gesamtleistung noch an Optimierungsbedarf? Alles. Alles. Wir sollen jetzt aufhören, das alles perfekt zu reden. Die Leistung war sehr, sehr gut, sehr seriös. Aber wir werden weiterhin ab Montag, Dienstag wieder weiterarbeiten. Und wie gesagt, wir sind erst jetzt seit einer Woche mehr oder weniger komplett zusammen und wir haben noch so viel Arbeit vor der Brust und deswegen werden wir mit Sicherheit uns an allen Belangen auch weiterentwickeln. Was muss mit Blick auf Fürth beherzigt werden, um auch auswärts endlich für eine Trendwende sorgen zu können? Ja, wir müssen weiterhin diese Gier haben, diese Hunger haben nach Erfolg und dann auch natürlich die Chancen, die wir auswärts auch haben, dann verwerten. Und dann bin ich guter Dinge, dass es auch klappt. Wir dürfen die Auswärtsgeschichte auch nicht so negativ sehen. Wir haben im Pokal, wie gesagt, beim direkten Zweitligisten haben wir gewonnen, sind eine Runde weitergekommen. Und letztes Jahr waren wir relativ früh sicher, in welcher Liga wir spielen. Deswegen haben wir das eine oder andere probiert. Und natürlich haben wir jetzt mit dem Start in diese Runde 2 unnötige Auswärtspartien in den Sand gesetzt und wir wollen auch auswärts erfolgreich sein und punkten. Letzte Frage der PK kommt relativ deckungsgleich von Jonas Schemkus und von Florian Krebs von der Bild. Wenn es schlecht läuft, Kenan, könnte es wegen Corona vorerst das letzte 96-Spiel mit so vielen Fans gewesen sein. Wie schade wäre das und könntest du jetzt mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen trotzdem verstehen? Ja, die Pandemie
der Kampf steht über allem, die Gesundheit der Menschen steht über allem. Das wissen wir. Und wenn das Gesundheitsamt hier die Entscheidung trifft, dann müssen wir es akzeptieren, soweit es mir auch tut, weil unsere Fans sind eine wahnsinnige Unterstützung für uns, eine brutale Unterstützung, auch heute wieder gesehen. Und es ist natürlich schade, wenn die Fans nicht im Stadion sein können. Aber wir befinden uns nach wie vor in einem Pandemiekampf und deswegen müssen wir auch den Gesundheitsämtern vertrauen, den Verantwortlichen vertrauen, um gemeinsam diesen Kampf auch gewinnen zu können. Und es gibt nichts Wichtigeres als ein Leben des Menschen und deswegen diesen Pflichten sind wir uns bewusst und wir werden uns mit sich an die Regel halten. Es wäre natürlich schade, wenn die Fans nicht kommen können, aber ich denke positiv und denke, dass wir auch hoffentlich bald alle Zuschauer im Stadion begrüßen können. Dann danke ich beiden Trainern für die ausführliche Runde. Fortuna, eine gute Heimreise. Viel Glück in den nächsten Spielen. Gehen dann ein schönes Wochenende allen 96-Fans. Vielen Dank. Danke.